wenn ich alleine träume, dann ist es nur ein Traum. Wenn wir zusammen träumen, dann ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Ich glaube, dass ich viele Menschen sehe, die unglücklich aussehen. Und ich denke, das könnte doch auch ganz anders sein. Du gehst jetzt in den Kindergarten, dann geht man zur Schule, machst einen guten Schulabschluss, dann gehst du vielleicht kurz noch ins Ausland, dann gehst du studieren oder machst eine Ausbildung, dann machst du einen Beruf, dann gründest du eine Familie, tatatatatam, und irgendwann stirbst du. Und dagegen möchte ich mich auflehnen, weil ich eben ja, als Lebensziel habe, das Bestmögliche aus allen zu machen und irgendwo auch Dinge zu hinterfragen, wo eben andere sagen, da ist nichts zu hinterfragen. Ich bin total frustriert, wenn ich in die Politik oder irgendwas sehe und überall sind einfach alle immer nur gegeneinander. Und ich würde gerne mit Leuten anfangen, zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, dann schaffen wir auch was. Ich habe gar nicht als erstes Ziel, total alles zu crashen und zu verändern und zu machen, sondern eigentlich will ich, dass in den Menschen irgendwie so wieder was aufkommt. Wieder eine Energie da ist und eine Lebensfreude. Wenn keiner anfängt, macht keiner weiter und dann gibt's gar nichts. Dann bleibt's, wie es ist. Eigentlich geht's auch gar nicht darum, dass man genau das Gleiche denkt oder genau das Gleiche will, sondern dass einfach Menschen da sind, die für ihre Ideale eintreten. Da gibt's Sachen, wo man spürt, dass sie für viele wichtig sind. Wie man mit anderen Menschen umgeht, wie man in der Gruppe lebt. Und das wird überhaupt nicht gelernt. Und die ganzen Sachen, die man im Leben braucht, dass man Sachen wertschätzt, dass man Ehrfurcht hat, dass man demütig ist. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Funkenflug ist so, wie es ist, weil das genau das ist, was die Welt jetzt braucht. Das ist ja was, das war ja schon da irgendwie. Deswegen heißt es ja auch Funkenflug, weil es ja eigentlich in jedem vorhanden ist und eigentlich nur mal noch so einen kleinen braucht, ne, dass es irgendwie rauskommt. Was ist eigentlich, wenn die Schüler sich an jeder Schule aufmachen und ihren eigenen Weg selbst in die Hand nehmen und das zeigen, indem sie zu Fuß von jeder Schule aus durch ganz Deutschland nach Berlin laufen? Thank you.